Moin Leute, einen wunderschönen guten Tag. Es ist Samstag. Ich bin auf der Autobahn. Ich fahre jetzt den dritten Felgensatz abholen. Zoll 9J habe ich auf dem Foto gesehen, definitiv. Der Kollege, der mir geschrieben hat, hat aber gesagt, dass die verschieden breit sind. Also er hat gesagt, die hintere sind breiter. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mir noch mehr Fotos schicken kann. Hat er auch gemacht, aber es stand irgendwie nichts Sinnvolles drin. Ich weiß nur, dass zwei Felgen ET25 haben und zwei Felgen ET15. Er hat gesagt, dass die hinteren ET25 haben. Das hat mich ein bisschen verwundert. Aber egal. Vielleicht sind es ja 8 plus 9J, vorne ET25, hinten ET15. Das wäre perfekt, würde ich fast behaupten. Aber ich glaube nicht. Werden wir dann sehen vor Ort? Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass die Felgen passen könnten. Und da die echt günstig sind, werde ich die so oder so nehmen. Also bleibt gespannt. Bis später. Leute, was soll ich sagen? Mein Fahrzeug nimmt langsam Gestalt an. Ich glaube, ich habe ihn relativ gut eingefahren. Warum? Weil ich gerade die 200 laut GPS erreicht habe. Jetzt sind wir schon bei 193, 195. Ihr seht, auf dem Tacho stehen 210, 200 laut Navi. Sehr geil! Das heißt, wir haben 201, 202, 203, 10, oh 120, verdammt, ich muss bremsen. 10 km/h mehr als bei der letzten Autobahnfahrt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Kiste immer schön durchprügle. Und der Vorbesitzer wahrscheinlich nicht. Felgen sind im Auto, alles schick, es sind 4x9J, ET25 und ET15, ich denke, dass das passt, also ich hoffe es doch, könnte knapp werden vorne, aber ja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Jetzt fahre ich erstmal wieder heim, der Typ war auch übelst cool, der hat auch noch einen 2er Golf und Golf 4 und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall ein nettes Gespräch und deswegen habe ich auch sogar den vollen Preis von 120 Euro bezahlt. Wo bleibt denn nur der Zug? Und los geht's, 180 Kilometer bis nach Hause.
jetzt in der Einflugsschneise. Endlich wieder zu Hause hier von meinem übelsten Roadtrip. Jetzt fängt es auch noch an zu schiffen. Was ist denn das für ein Scheiß? Im Regen kann ich doch die Felgen nicht ausladen. Da wird doch die Kamera nass. Das ist doch scheiße. Naja, vielleicht hört es ja noch auf mit Schiffen. Mal schauen. Wenn nicht, habe ich halt die Arschkarte. Ne? Muss ich halt die Kamera so hinstellen, dass sie nicht nass wird. Und dafür werde ich dann nass. Super. Und nein hier. Aus die Maus.